Hi! Und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider mit einer recht starren Lara Croft hier. Mit der Wildpack Mod. Wildpack Mod erkennen wir natürlich hier an Laras Outfit. Können wir das nicht nochmal wechseln? Wir rennen eine ganze Weile jetzt schon in dem Outfit rum. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen das jetzt ganz einfach so. Wir machen jetzt folgendes. Pass auf. Wir machen jetzt. Wir ziehen Lara mal um. So. Wir sind gerade in den recht warmen Gefilden, auch wenn Lara so tut, als wäre es bitterkalt. Wir sind einfach mal frech und geben Lara hier das Ding hier. Hab jetzt tierisch Bock drauf. So. Lara vielleicht nicht, ist mir gerade egal. Ja, sehr mitfühlend für die mit der Videospielfigur. So, okay. Wir können nochmal sehen. Wir könnten jetzt eigentlich nochmal in die Sowjetanlage, ins geothermale ins gottlose Tal gehen und die beiden Dokumente holen. Können wir jetzt. Jetzt haben wir den Wurfhaken. So. Aber ich würde sagen, wir sind erstmal hier jetzt beschäftigt. Und das machen wir dann im Zusammenhang, wenn wir die Sowjetanlage nochmal richtig ausräumen. Dann machen wir gottlose Tal dort mit, die zwei Dinger da. Ansonsten ist das gottlose Tal ja fertig. So. Zwei von vier Gräbern abgeschlossen. Gut, so, hier direkt unten drunter ist ein Dokument. So, das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, wo ist das Ding? Sehen wir das Ding von hier oben schon? Da drüben. Da müssten, ja, okay. Jo. Na dann, Lara, mein Schatz. Bereit? Ja, muss ja. So. So, nicht so schnell, mein Fräulein, ja? So. Haben wir uns da verstanden? Ich hoffe. Hey. Lara! Hier! Ja. Will mich doch nicht mal angucken, das Weib! So. Super. Frauen. So. Es gibt kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Uch! Lara macht so ein Wildschwein ganz locker und easy fertig. So, das ist kein Problem. Oder Lara? So. So. Ist hier jetzt noch irgendwas hier unter Lara? Und ist eine Truhe da unten? Wir gehen mal hier runter. Hier wartet eine Truhe auf uns. Direkt hinter Lara. So. Warte mal. Was war hier jetzt? Nix. So. Aber! Was denn du? Ist hier vielleicht ein Münzversteck oder sowas? Da sieht so aus. In welchen schlammigen Ecken, da ist meistens was. Aber, oder hier drüben? Warte mal. Nö. So. Okay. Das Ding, wie kriegen wir das Ding hier auf? Hilfe von Sprengladungen. Warte. Hey, ihr habt was gehört. Guck mal her. Boing. Offen. So, geh mal rein hier. Ja, Truhe, genau. Ja. Jo, Teile, schwere Pistole, 3 von 4 gefunden. Jo. So. Hier ist aber noch ein Dokument und ein Überlebensversteck. So. Gut, Clara hat genug von der ganzen Scheiße. So, hier. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch.
So. Ja, das ist so. Ach, die Liebe. Okay. So. Auf dem Lehrgut hier, was los hier? So. Hä? Ach, wir sollten von da oben aus runterrutschen, oder? Kann das sein? Jo. Hier haben wir alles in der Ecke, da können wir jetzt hier hochmarschieren und hier runterrutschen. So. Okay, warte mal. Wir haben 3 von 4 abgeschlossene Missionen. Ja, das müssen wir ja. Das haben wir, kriegen wir erst fertig, wenn wir die Gräber alle haben. So, Herausforderung geschafft, 1 von 5, ja. Mit den Hasis noch und den ganzen. Den Hazels. So. Hey, guck mal hier. Jo. So. Dokumente und Wandgemälde in Position. So. Jetzt dachte ich, wir haben hier oben solche Positionen noch, aber. Was war denn hier? Grab hatten wir gemacht. Ach so, das ist die Ecke, ja, okay. Das Grab hatten wir ja gemacht. So, Katakombe der Heiligen Gewässer oder so. Was steht da noch? Ach so, das ist ein Freund oder so. So, ich dachte, wir müssen den jetzt meucheln. Warte. Nee. So. Ich hätte den jetzt gemeuchelt. Ich hätte den jetzt umgebracht. So. Die leben. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn sie zurück zum Dorf gehen... Seien Sie vorsichtig. Ich grüße Sie. Ja, ich grüße dich nicht. So. Da hatten wir alles voll, oder? Okay. Na dann. Müssen wir jetzt hier lang? Hä? Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Hast du mir nicht gerade erklärt? Sammeln sich die Hirsche unter den Bäumen. Eine gute Zeit zum Jagen. Wenn es sie nicht stört, nass zu werden. Also ihr seid ja gemein. Die armen Hirsche, die verstecken sich extra und ihr nutzt sie als eiskalt aus, um die zu meucheln. Alter. So. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind hier unten. Wir wollten eigentlich mal hier oben hin. Was wollen wir hier unten? Wo kommen wir hier überhaupt raus? Ich glaube, hier sind wir falsch, oder? Wo ist jetzt hier? Da. Okay, Entschuldigung, falsch abgebogen. Kann ja mal passieren. Lara ist gefährlich. Ich hatte einen, hätte ich ausliefern können. Den Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die Typen haben. Und wo kommen wir hinten noch raus? Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Irgendwas zum Sprengen hier? Wir Spaß haben. Wir werden angegriffen! Bewegung!
Lara, da wollte irgendwas sagen, ich hab's nicht ganz verstanden. Da kann man nur eins machen. Angeben. Eigentlich solltest du die Giftpfeile benutzen, aber naja, gut, okay. So. Ah, nimm doch mal aus, die Bande hier. So, wo ist der Rest? Einer ist da hinten hingeflogen. So. Okay, das passt doch. Jo. Das waren aber. Warte mal. Das waren vier. Die sind alle irgendwo in irgendwelche Richtungen geflogen, als Lara hier ankam. So. Was mit dem Typen, den wir hier ins Wasser gezogen haben? Den können wir nicht mal ausräumen, oder? Keine Ahnung. So. Gibt hier jetzt noch irgendwas? Was ist hier? Rechts? Was ist das hier? Das ist ein Lager. Das ist Grab. Hier liegt ein Dokument. Haben wir irgendwie hier hinter rechts? Wo sollen wir weitergehen? Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Jo. So. Was ist hier hinten noch? Ja, ich würde gerne hier rechts rüber. Warte mal. Kommen wir da hin? Ich glaube nicht, oder? Sollen wir hier? Oh, machen wir, wenn wir die große Sammleraktion machen. Oh, na dann. Wir könnten ja zur Abwechslung auch mal wieder ein bisschen rumspeichern. Ja, guck mal hier. 50. Ja, wir müssten bei Folge 33. Keine Ahnung. Okay. Moment mal. Das ist... Wir werden angegriffen. Durchsuch das Gebiet. Oh Scheiße. Unter Ja, genau. Ja, das war doof. Ich hab. Ja, okay. Ich glaube, das müssen wir ganz wieder ein bisschen gemütlicher angehen, das Ganze. Hält uns zu.
Passt doch. Mehr? Clara steht noch nicht wieder auf, also irgendwo muss noch einer sein. Oh, wo ist hier noch? Na komm, Mensch, Lara. Hör doch mal auf. Aber irgendwo, Lara hält sich noch kampfbereit. Wo müssen wir eigentlich hin? Was ist hier oben? Ist hier ein Versteck? Nee, hier dahinter. Wollen wir verarschen? Und auf jeden Fall erstmal eine Truhe. Jo. Klipflaufflinte. 3 von 4 gefunden. So. Hier oben, hier kommen wir nicht drüber über den Zaun, aber hier liegt auf jeden Fall ein Dokument hier irgendwo. Hier oben drüber, oder? Also, warte, wie kommen wir hier hoch? Keine Ahnung. Sagen über eine Leiter, wenn es eine gäbe. So. Komm hier hoch. Ach nee, hier liegt's doch. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Schießen, töten, alles. Vergib mir, vergib mir, vergib mir. Mann, 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 Mann. Hör auf zu jammern, ehrlich. So kämen wir eventuell hier hoch. Genau. Hm? So, das hätten wir können zerschießen. So, dort ist auf jeden Fall ein Dokument. Ist hier oben noch jemand? Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht. Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor 2 Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Sie kommen im Dunkeln heraus und durchstreifen das Tal, aber wir werden ihre Höhlen und andere unterirdische Schlafplätze suchen. Bleibt dicht beieinander. Wenn ihr Wölfe jagt, jagen die Wölfe ebenso wahrscheinlich auch euch. Jo, das kann durchaus möglich sein. So, wo ist denn hier noch einer? Wollt ihr mich verarschen? Lara, was machst denn du? Das ist noch ein Dokument? Nee. Da drüben ist noch ein Dokument drin. Nimm mal hier, Flasche mit. Was hier wirklich noch so einer ist. Da oben. Niemanden getroffen. So. Dokumente hier drin, oder? Nö. Da unten? Hä? Die Orientierung hier, die ist zum Kotzen. So.
Da, geradeaus. Hier oben, hier in dem Ding. So. Ah. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Ja. So. Oh Mann. Der Mann muss Schmerzen haben. So. Kommen wir jetzt wirklich. Wir kommen tatsächlich hier hoch. Aber in die Ecke. Später, oder? Nee, warte. So, wo war das jetzt? Das war hier hinten. Kommen wir doch hier. Kommen wir nur irgendwie hier in die Ecke rein oder nicht? So. Wo war jetzt der Baum? Hier. Nee. Da drüben. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, vor dem Rätsel stand ich schon mal damals. Nee. Egal. Später. So, wo müssen wir jetzt hin, genau? Da oben sind noch welche, oder? Seine Entscheidung, aber will uns beide weiterhin fehlen. Dann gibt es irgend so eine Art. Ja, komm her!
ganze Geblende, ich sehe nicht, wo sind. Scheiße! Ha? Habt das dann? So. Das war sogar ein Kopftreffer. Ja, jetzt fehlt uns tatsächlich das Eisen. Okay, alles klar. Könnten wir haben. So. Jetzt gucken wir uns aber nach wie vor erstmal um hier. So. Hier sollte eigentlich nichts weiter liegen, da hinten ist ein Münzversteck. Ja, manchmal ist es recht ein bisschen herausfordernd, sag ich mal. So, da haben wir noch wieder ein bisschen Eisen liegen hier. So. Da können wir noch ein paar Springpfeile wieder herstellen. Machen wir. Okay. So viel dazu. So, warte, hier liegt noch einer. Oh. Hier. Jo. Okay, dann gehen wir mal rein in die Hütte. Ja, wir hätten ja überall, aber... So. Hier haben wir noch ein paar Pilze. Hm? Ach nee, ich dachte, das wäre was zum Einsammeln hier, weil das so gelb ist. So, wie lange haben wir? So. So. Hm? Kann ich jetzt wirklich auf dem Dach liegen oder bin ich jetzt total blind? Ich bin draußen. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Ja, dann lass Lara in Ruhe, du Pfeife. So, ich würde sagen, wir machen hier mit Lady Croft beim nächsten Mal weiter. Oh, okay, dann hoffe ich natürlich, das ganze Ding hat euch gefallen heute. Gebt mir einen Daumen nach oben, gebt mir auch ein Abo, falls es euch gefallen hat. Und schaut auch mal bei Twitch gerne vorbei. Link in der Videobeschreibung. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.